Das ist ein Film über die Sherpas am Mount Everest, dem mit 8.850 Metern höchsten Berg der Welt. Für einmal geht es nicht um die westlichen Bergsteiger, die jedes Jahr Schlange stehen, um sich ihren Traum vom Mount Everest zu erfüllen. Im Mittelpunkt stehen die Sherpas, die ihren Kunden diesen Traum ermöglichen, die ihre Lasten tragen und den Weg zum Gipfel vorbereiten. Es ist die Geschichte über ihren verdienten Gipfelerfolg. Es ist aber auch ein Film, der zeigt, wie sich die Sherpas für das Leben ihrer Kunden einsetzen und sich dadurch selber in Todesgefahr bringen. Und das sahen Sie in der letzten Folge. Norbu Sherpa, der junge Chef des Sherpa-Teams, feilscht im Basislager mit dem Expeditionsleiter Kari Kobler um die Löhne für sein Team. Für seine Kunden buckelt er über 40 Kilo Material durch den berüchtigten Khumbu-Eisfall ins Lager 1 auf 5.900 Meter. Ohne Risiko gibt es kein Geld. Wenn du das Risiko nicht auf dich nehmen willst, dann verdienst du auch kein gutes Geld. Das Risiko gehört einfach dazu. Long Dorje ist eine Legende. Er stand über 13 Mal auf dem Everest, um Geld zu verdienen für seine Familie. Groß ist die Angst, dass er einmal nicht mehr wiederkommt. Wir sind gezwungen, Risiken einzugehen. Viele sagen, es sei schon ohne Last schwierig, in der Höhe zu laufen. Aber wir tragen doppelte, ja dreifache Lasten. Wir müssen oft 30 bis 40 Kilo schleppen. Dorji und die anderen Sherpas der Schweizer Expedition von Kari Kobler befinden sich zum ersten Mal im Aufstieg zum Lager 2. Auf 6.400 Metern, jeder mit über 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Immer wieder überqueren sie die Gletscherspalten auf den Leitern, welche die sogenannten Eisfalldoktoren gelegt haben. Ja, die Last ist heute etwas schwer. Das ist mein erster Abstecher ins Lager 2 in dieser Saison. Es ist mühsam, in dieser Hitze zu laufen. Vielleicht ist es so, weil es das erste Mal ist. Norbu, der Chef des Sherpa-Teams, genannt Sirdar, ist bereits vorher eingetroffen und beginnt, das Lager 2 auszuschaufeln. Unter dem Eis lauern tiefe Gletscherspalten. Wie geht's? Komm si, komm sa. Hier erstellen die Sherpas in den nächsten Tagen ein weiteres Zeltdorf mit allem Komfort. Alle sind erschöpft vom langen Aufstieg. Ja. Willkommen im Lager 2. Oh, thank you. Ein ziemlich harter Aufstieg. Es ist nicht hart, aber mein Kopf tut mir weh. Ich muss eine Tablette nehmen. Okay. Stellt drei Zelte da drüben hin. 4 bis 5 Teilnehmer werden heute hier oben schlafen. Kommt, Jungs, lasst uns den Platz vorbereiten. Wir müssen arbeiten. Keine Zeit zum Ausruhen. Es ist einfacher, im Basecamp zu arbeiten, denn das liegt tiefer unten. Dieses Lager hier befindet sich auf 6.400 Meter. Wenn man mit der Schaufel 2-3 Mal zusticht, kommt man außer Atem. Es ist mühsam, hier zu arbeiten. Sherpa Dendi bringt 20 Liter Kerosin, das zum Kochen gebraucht wird.
Norgo und die anderen Sherpas bauen ein komplettes Küchenzelt auf. Der Koch wird in den nächsten Wochen hier oben für alle die Mahlzeiten zubereiten und nicht mehr ins Basislager runtergehen. Für die Expeditionsmitglieder errichten die Sherpas Schlafzelte sowie ein geräumiges Esszelt. Den Schweizer Bergsteigern, die 40.000 Franken für die Expedition bezahlt haben, soll es auch hier oben an nichts mangeln. Inzwischen trifft Long Dorji mit weiterem Expeditionsmaterial ein. Es ist über 25 Grad. Die Sonne brennt und Dorji leidet, da er noch nicht an die Höhe akklimatisiert ist. Hey. Ich habe fürchterliches Kopfweh. Wenn ich mich bücke, habe ich das Gefühl zu fallen. Die Küchenmannschaft sucht inzwischen im Gletscher frisches Eis, um damit Wasser abzukochen. Dabei stoßen sie auf einen grausigen Fund. Direkt neben ihrem Lagerplatz. Der Gletscher hat Leichenteile eines Bergsteigers, der vor Jahren in eine Gletscherspalte gefallen ist, freigegeben. Vielleicht verfolgt dich das noch im Traum. Dies ist nur eine von vielen Leichen, die irgendwo am Everest verschollen sind. Viele der verunfallten Bergsteiger werden nie mehr gefunden. Was noch niemand weiß, auch diese Expedition wird nicht vom Unglück verschont bleiben. Leben und Tod am Everest sind nahe beieinander. Für die Sherpas geht die Arbeit weiter. Um bei Kräften zu bleiben, gehört eine Pause mit viel Flüssigkeit dazu. Dann bricht Long Dorje auf. Er kehrt ins über 1000 Meter tiefer gelegene Basecamp zurück, um neue Lasten zu holen. Rund 5 Tage lang werden die Sherpas nun für die Teilnehmer immer wieder Material vom Basislager ins Lager 2 hinauftransportieren müssen. Norbu bleibt im Lager 2 und organisiert die Transporte. Number one, my solar set. Erstens ein Solarladegerät, zweitens 2 große Matten, drittens ein Medizinkoffer, viertens Kerosin, fünftens ein großer Petroleumkocher sowie Butter und Fleisch. Verstanden? Im Basislager genießen indes die beiden Walliser Expeditionsteilnehmer Patrick Zbrun und Meinrad Bittel ihren freien Tag. Sie sind beeindruckt, was die Sherpas leisten. Ein Sherpa ist wirklich. Das ist, glaube ich, am Morgen früh hier vom Basislager ist gestartet. Mit 50, 60 Kilo Kerosin. Bis ein Brief ins Camp 2. Und wieder ein Brief. Das ist unglaublich. Ich meine, 60 Kilo. Von 5300 auf 6400 Meter in einem Tag und nachher wieder ein Brief. Ja, das ist unvorstellbar. Das dreht sich nicht eine Stunde. Im Flachen. Die Sherpas leiden in der Höhe genauso wie jeder andere westliche Bergsteiger. Sie dürfen sich aber nichts anmerken lassen und lächeln immer freundlich, wie Long Dorji. Auch wenn es wehtut, man muss immer Stehvermögen zeigen. Dazu sind wir gezwungen. Es gibt Sherpas, die lassen alle Last zurück, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Einige kehren sogar um, ohne etwas zu tun. Aber die bekommen dann später Probleme. Wenn der Sirdar Schwäche in uns sieht, wird er sich in Kathmandu beschweren und sagen, wir würden unsere Arbeit nicht verrichten und simulieren. Dann bekommen wir keine Anstellung mehr. Die übrigen Expeditionsmitglieder sind auf 6400 Meter ins Lager 2 hochgelaufen. Sie werden freundlich mit heißem Tee willkommen geheißen. Unterdessen haben die Sherpas alles hochgeschleppt. Norbu macht Inventar. 8 Stück für dich. Wie viele Gaskartuschen? 46 Stück. Mammutseile 11 mm.
Wie viele? Unter anderem stehen 50 Flaschen mit lebenswichtigem Sauerstoff für den Transport in weitere Hochlager bereit. Ich muss die Karabiner kontrollieren. Ich dachte, wir hätten genug davon. Ich habe 5. Wie viele stehen auf der Liste? Lass uns die Zelte aufräumen und das Gepäck der Mitglieder in einem anderen Zelt abstellen. Dann ist unsere Arbeit für heute zu Ende. Jetzt wäre alles bereit, um die weiteren Hochlager einzurichten. Doch dann kommt alles anders. Wir schreiben den 29. April 2008. Im Basislager landen Militärhelikopter. Die nepalesische Regierung sperrt den Berg, bis die Chinesen die olympische Fackel auf den Gipfel des Everest gebracht haben. Der Aufstieg ist nur bis Lager 2 gestattet. Rund 500 Bergsteiger sind im Basislager blockiert und müssen warten. Ich habe vor ein paar Tagen angefangen, eine Abkürzung zu machen. Und das heißt WAC, das heißt Warten auf Chinesen. Und da siehst du, das sind so ziemlich viel Wachs. Und heute ist auch wieder so ein WAC-Tag. Ja. Patrick nutzt die Zeit und ist in die Geschichte des Everest eingetaucht. Das ist ein Buch über die Geschichte der Sherpas von Judy und Tashi Tenzing, dem Enkel von Sherpa Tenzing. Sie erzählen, wie das Volk der Sherpas in die Berge kam, als Träger und Bergführer. Am Schluss gibt es eine Liste mit allen Sherpas, die auf dem Everest waren. Da habe ich dann dich, Lambu oder Long Dorji aus Tamo entdeckt. Lambu Dorji oder Big Dorji oder Tamo. Wie nennen dich deine Freunde? Lambu Dorji. Lambu Dorji. Was heißt Lambu? Groß, lang. Soll ich dich auch Lambu Dorji nennen? Ja. Wusstest du, dass es eine Liste gibt, wo du draufstehst? Nein. Was ist heute der Rekord? Der erste ist Upper Sherpa, 17 Mal. Der zweite ist Tong Nima. Und dann Dorji? Ja, er war 13 Mal oben. Wie oft warst du denn oben? Ich war noch nie oben. Ich war auf 8600, 8700 und bin dann immer wieder mit den Teilnehmern umgekehrt. Wenn ich es dieses Mal schaffe, schreibe ich einen Artikel. Denn ich begann als Küchenjunge, wurde Sirdar und habe etliche Achttausender bestiegen. Wie alt bist du jetzt? 29. Und du, 42? Ja. Wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, Sherpas wie euch beide bei uns zu haben. Ja, danke schön. Ich habe ein sehr gutes Gefühl mit euch zwei. Wir sind auch sehr glücklich, so starke Mitglieder wie euch zu haben. Im Kommandozelt des Expeditionsleiters beraten Kari Kobler und Richie Bolt mit Norbu das weitere Vorgehen, wenn der Everest freigegeben wird. Okay, now I think in Camp 2, they're already enough. Huh? Wir planen 17 Zelte fürs Lager 2. Im Lager 4 brauchen wir 4 Zelte für die Members. Und wie viel für die Sherpas? Wir brauchen 4. Nur 4? Dann schlaft ihr zu dritt in einem Zelt? Ja, ja, zu dritt in einem Zelt. Dann solltet ihr vorher duschen. Mit jedem Tag warten wird es auch für die Sherpas schwieriger. Einerseits sollten sie bereits die weiteren Hochlager bis auf 7.900 Meter einrichten. Andererseits verlieren sie einen wichtigen Teil ihres Lohnes, der von ihrer Leistung am Berg abhängt, falls die Chinesen den Gipfel weiter blockieren. Doch wie immer lassen sie sich nichts anmerken. Ganz anders die Expeditionsmitglieder,
die für ihre Besteigung 40.000 Franken bezahlt haben. So oder so können wir das ganze Szenario sagen, okay, ab dem Moment, wo die Chinesen ist erlaubend auf den Berg zu gehen. Ja, vorher läuft es. Das wissen wir im Moment nicht. Das wissen wir im Moment nicht. Und fertig, gell? Und wie sieht es mit dem Wetter aus? Und das ist irgendwie ein Tag X und dann ab dem Tag X sagt man, okay, Szenario 1, go. Und alles andere sind Spekulationen. Zusätzlich verschlechtert sich nun das Wetter. Auch die Chinesen können nicht auf den Gipfel. Die Nervosität im Basislager steigt. Und der Druck auf die Sherpas nimmt weiter zu. Niemand weiß, wann die Chinesen den Gipfel schaffen. Es gibt viel Blabla. Es kann sein, dass wir am 6. starten können oder am 4. Aber dann ist sehr viel Sherpa-Kraft nötig. Harte Arbeit, um schnell nach oben zu kommen. Harte Arbeit von jedem Sherpa. Wenn das passiert, brauche ich euren Power. Manchmal braucht ihr mein Geld, manchmal brauche ich euren Power. Okay? Sherpas sind wirklich viel stärker als die Westler. Wir sind seit der Geburt an Berge gewöhnt. Das ist bei uns vererbt. Aber noch etwas treibt die Leute an. Geld. Und hier gibt es gutes Geld. Also müssen wir arbeiten. Money also makes people to work. And there's a good money, so we have to work. Inzwischen ist über eine Woche vergangen. Zur Abwechslung steigt Norbu mit den Expeditionsmitgliedern auf der Gegenseite zum Pomori Base Camp auf, um einen Blick auf den Everest zu werfen. Sie glauben, die Chinesen im Aufstieg zu sehen. Ein Zelt gesehen im Lager 4. Also ist es sicher, dass es oben sind. Zelt haben sie nicht viel aufgestellt. Nein, sind nicht so viel. He? Ich hätte gedacht, die haben viel mehr Zelt. Auf dem Lager 2 laufen sie rauf. Ich habe das Gefühl, ja. Glaube ich dir sofort. Das ist wirklich Punkt. Auch die Sherpas brauchen einen Ortswechsel. 2 Stunden Fußmarsch vom Basecamp entfernt liegt Gorak Shep auf 5180 Metern. Die höchstgelegene Lodge, zu der auch Trekkinggruppen kommen. Die Trekker sind gezeichnet von der Höhe, kaputt und müde. Die Sherpas dagegen genießen ihre Freizeit bei einem Bier oder sie telefonieren mit ihren Familien, die oft nur wenige Tagesetappen entfernt wohnen, wie auch die von Longdorji. Für den jungen Sirdar Norbu Sherpa wird das Warten langsam ungemütlich. Einige Sherpas kommen zu mir und sagen, was sollen wir hier die nächsten 6 Tage machen? Lasst uns schnell in die Dörfer nach unten gehen. Aber ich habe das bis jetzt noch nicht erlaubt. Ich sage, wir müssen noch Lager 3 und 4 aufbauen. Sobald die olympische Flamme oben ist, müssen wir sofort aufbrechen. Mai 2008. Der Tag der Erlösung. Die Chinesen stehen auf dem Gipfel. Über dem Khumbu-Eisfall bildet sich ein Regenbogen. Im Basecamp versammeln sich Sherpas und Expeditionsmitglieder, um die frohe Botschaft zu hören. Die Restriktionen sind aufgehoben. Ihr seid frei, hochzugehen. Endlich können die Arbeiten am Everest weitergehen. 15 starke Sherpas aus den verschiedenen Expeditionsteams machen sich auf den Weg.
In den nächsten 5 Tagen werden sie in mehreren Etappen vom Lager 2 auf 6400 Meter bis auf den Gipfel auf 8850 Meter Seile fixieren. Alle Sherpas der großen Expeditionen arbeiten hier zusammen. Es ist eine überaus gefährliche Arbeit, die sie hier im teilweise über 65 Grad steilen, vereisten Gelände der Lhotse-Flanke verrichten. Die Sherpas müssen technisch versiert sein und jeden Handgriff beherrschen. Geh ein bisschen zur Seite. Ja, ja, okay. Da haben wir eine Spalte gesehen. Die wollen wir vermeiden. In ein paar Tagen werden sich insgesamt über 500 zahlende Gäste an diesen Seilen hochziehen und sichern. Inzwischen erreichen die Schweizer Bergsteiger Lager 2. Sie werden sich hier vorerst ausruhen, bis alles bereit ist. Alles gut. Norbu erwartet sie. Hallo, Pitsch. Hallo. Willkommen im Lager 2. Jawohl, thank you. Sorry. Welcome to Camp 2. Das tut gut, etwas reinkommen. Super. Und auch Dorje kommt an mit weiterem Material für die Hochlager. Vom Basislager aus koordiniert Expeditionsleiter Kari Kobler die Arbeiten und schaut, dass der Zeitplan eingehalten wird. Camp 2 from Charlie, over. Camp 2 von Charlie, antworten. Okay, perfekt. Wie geht es mit Lager 3? Ja, Charlie. Sie sind auf dem halben Weg ins Lager 3 und fixieren die Seile. Heute Abend werden Sie Lager 3 erreichen und morgen früh brechen auch wir auf. Okay, wer geht morgen ins Lager 3? Ich, Wang Chu und insgesamt also 4 Sherpas. Okay, dann schicken wir auch die Teilnehmer. Sie sollen dort übernachten. Nein, übermorgen können Sie ins Lager 3. Keine gute Idee. Wenn ihr morgen früh die Zelte aufbaut, sollte es gehen. Okay, Charlie, wir schauen morgen. Versucht es. Ohne Sherpas läuft nichts. Wir müssen alles machen. Wir sind wie Leitern für die Teilnehmer. Wir bauen die Sprossen und sie erreichen den Gipfel nur über diese Sprossen. Inzwischen ist die Gruppe, welche die Seile in der Lhotse-Flanke fixiert hat, zurück. Eine weitere Gruppe von Sherpas macht sich bereit für die nächste Etappe, bis auf 7900 Meter. Die Sherpas aller Expeditionen organisieren sich untereinander. Es sind 16 Leute. Lasst es uns in 2 Gruppen machen. Eine muss den Gipfel einrichten. Davon 2 von Kari Kobler. Es sind 7 Leute. Von Kobler und Partner ist Long Dorje dabei. Norbu erwartet eine andere Aufgabe. Er will mit seinen Sherpas das Lager 3 auf 7300 Meter einrichten. Morgen müssen wir etwas früher anfangen. Auch die Jungs der anderen Teams gehen hoch. Es sollte keine Missverständnisse über den Ort geben morgen. Wir können in 3 Stunden dort sein. Ja, wir sind in 3 Stunden dort. Wir sind alle stark und schnell. Norbu transportiert morgen mit seinem Team Material ins Lager 3 auf 7300 Meter, während Dorji weitere Seile bis auf 7900 Meter verlegt. Schritt für Schritt, mit über 20 Kilo Gepäck im Rucksack.
Mit Zelten, Matten und Schlafsäcken der westlichen Bergsteiger ziehen sich Norbu und seine Sherpas die Wand der Lhotse-Flanke hoch. Das sei einer der härtesten Tage am Everest, meint Norbu. Hey, Myla, was ist passiert? Hast du gefurzt? Aber Myla, aus deinem Arsch strömt Gas. Einmal mehr lassen sie sich nichts anmerken, machen Witze, während sie auf über 7000 Metern langsam in die Todeszone vorstoßen. Einige Sherpas hören nach nur einer Expedition mit dieser Arbeit auf. Sie ist physisch und mental sehr anstrengend. Man braucht viel Kraft. Wenn man jung ist, hat man diese Kraft, aber diesen Job kann man nicht ewig machen. Nach dem schweren dreistündigen Aufstieg beginnen die Sherpas, den Platz für die Zelte vorzubereiten. In der Lhotse-Flanke zwischen Gletscherspalten entsteht Lager 3 auf 7300 Metern. Lasst uns hier beginnen. Wir können den Schnee auf dieser Seite aufhacken. Es ist ein gefährlicher, exponierter Platz. Die Sherpas müssen für jedes Zelt das Eis aufhacken und den Boden ausebnen. Das Gelände fällt hier bis zu 45 Grad steil ab. Inzwischen befinden sich Dorji und sein Team bereits auf über 7500 Meter. Hallo, großer Held, was gibt's? Der Held hat's schwer. Wir müssen das Seil hier mit einem Firnanker fixieren. Wir brauchen noch etliche auf dieser Seite. Es ist eine gefährliche, unberechenbare Arbeit in dünner Luft. Vor allem, wenn das Wetter wechselt, kann der Everest schnell zu einer Todesfalle werden. Vor einigen Jahren geriet Dorji hier in eine Lawine und hat nur mit viel Glück überlebt. Ich habe viele Unfälle gesehen. Freunde von mir sind am Everest gestorben. Einige sogar vor meinen Augen. Leute wurden von Lawinen mitgerissen, fielen in Gletscherspalten. Viele solcher Unfälle. Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst? Sehr traurig. Ich möchte weinen. Ein Freund von mir starb hier vor meinen Augen. Auch einige, die im gleichen Zelt schliefen, hat es erwischt. Wenn ich daran denke, möchte ich niemals hier rauf und nie mehr diesen Job verrichten. Aber ich bin gezwungen zu arbeiten. Doch es schmerzt, wenn man daran denkt. Weit weg in Dorjis Heimatdorf Tamo geht das Leben seinen gewohnten Weg. Dorjis Ehefrau Pasang Tiki hackt die Kartoffelstauden auf dem Feld vor dem Haus. Sie hat kein Telefon und weiß nicht, wie es ihrem Mann am Everest geht. Ich pflege die Kartoffeln, begieße die Knoblauchstauden, jäte Unkraut, putze den Garten. Lauter solche Arbeiten, wenn Dorje weg ist in den Bergen. Das ist meine Arbeit im Moment. Jeden Passanten, der vorbeikommt, fragt sie, ob er Neuigkeiten vom Everest bringe. Wenn nicht, bittet sie ihn, sie doch sofort zu informieren, wenn er etwas hört. Ich warte auf ihn, dass er zurückkommt und alles gut geht. Ich bin so glücklich nach seiner Rückkehr. Wenn das Wetter schlecht wird, gehen mir viele Dinge durch den Kopf. Um sich zu beruhigen, praktiziert Pasang Tiki jahrhundertealte Rituale.
Sie präpariert Reisschnaps, der kaltgestellt wird, bis Longdorji vom Berg zurückkommt und das erste Glas trinkt. Ihr Glaube gibt ihr Kraft. Wir gehen zum Kerak-Kloster in der Nähe, um zu beten, einige Tage bevor sie den Gipfel in Angriff nehmen. Das letzte Mal brachte ich Reisbier ins Kloster. Am Gipfeltag beten wir erneut im Kloster und führen das Kangsur-Ritual durch. Über 100 Sherpas haben bis heute ihr Leben am Everest verloren. Das Team von Longdorji hat sich inzwischen fast bis auf 7.900 Meter vorgearbeitet und verlegt weitere Seile. Sollen wir umkehren? Bruder, zieh das Seil ein wenig. Auch Norbu und die anderen Sherpas haben im Lager 3 ihr Werk fast beendet. Sie fixieren die Zelte mit Seilen und Firnanker, damit sie vom Sturm nicht weggeweht werden, falls das Wetter schlecht wird. Alles ist nun bereit für die Expeditionsteilnehmer. Das Camp von Kobler und Partner steht. Alles ist gut. Unsere Freunde arbeiten am Weg oberhalb. Eine der schwierigsten Aufgaben am Everest wurde heute erledigt. Drei Hurras für Kobler und Partner. Norbu eilt runter ins Lager 2. Im Gegensatz zu den Westlern übernachten die Sherpas nie im Lager 3, weil es ihnen zu hoch und gefährlich ist. Im Lager 2 ist die Küchenmannschaft dabei, Eis zu schmelzen, um Wasser zu kochen. Die Expeditionsteilnehmer lassen es sich hier gut gehen und sammeln ihre Kräfte, bevor sie am nächsten Tag zum ersten Mal im Lager 3 übernachten werden. Spätabends kommt auch Longdorje müde im Lager 2 an. Warst du auf dem Südsattel? Wir haben 400 Meter Seil am gelben Band installiert. Wir haben zwei Rollen fixiert und zwei Rollen raufgenommen. Also sind unsere Freunde auf dem Südsattel. Ja, man kann sie dort oben sehen. Im Küchenzelt diskutieren die Sherpas weiter. Die Seile zu fixieren war diesmal schwierig. Letztes Jahr lag dort viel Schnee, diesmal viel Eis, also ist es schwieriger. Am nächsten Tag steigen auch die Expeditionsteilnehmer zum ersten Mal ins Lager 3 auf, während die Sherpas direkt vom Lager 2 bis ins Lager 4 auf 7.900 Meter hochklettern, um Material zu deponieren. Stau am Everest. Die Sherpas der Schweizer Expedition sind nicht alleine unterwegs. Sherpas von allen 41 Expeditionen haben das gleiche Ziel. Auch sie tragen für ihre westlichen Bergsteiger die lebenswichtigen Sauerstoffflaschen ins Lager 4. Manche Sherpas vergleichen Bergsteigen mit in den Krieg ziehen, in eine Schlacht.
It's like a going to the battlefield or warfield. Aber für die neue Generation ist es mehr ein Abenteuerspiel. Wir sind gebildeter. Die junge Generation der Sherpas ist technisch besser geschult. Wir besuchen Kurse für Bergsteigen, für Bergrettung, für Lawinen. Das hat die Aussichten zu verunfallen reduziert. Doch nicht alle haben die Wahl. Vor allem für die älteren Sherpas wie Long Dorje ist dieser Job die einzige Verdienstmöglichkeit, die Familie zu ernähren. Deshalb nehmen sie jedes Jahr von Neuem die Strapazen und Risiken auf sich. Dieser Sherpa einer anderen Expedition trägt 12 Sauerstoffflaschen, also etwa 45 Kilogramm auf 8000 Meter hoch. Woher er die Kraft nimmt, kann niemand nachvollziehen. Inzwischen im Lager 3 bei den Schweizer Bergsteigern. We are now in Camp 3. Oh, shit. Wir sind jetzt im Lager 3 auf etwa 7200 Meter. Ein wunderschönes Lager. How do you feel? Great. Freust du dich auf den Berg? Ich fühle mich großartig, weil die Sherpas großartige Arbeit geleistet haben. Die Fixseile und alles andere hier war bereit. Man muss nur dem Seil folgen und ins Zelt sitzen. Du bist also zufrieden mit dem Sherpa-Team? Sie sind hervorragend. Und Johnny, der ohne Sauerstoff auf den Gipfel will? Du hast schon 6 Achttausender bestiegen. Was ist der Unterschied zum Everest? Das ist der höchste. Und der Verkehr? Ja, viel Verkehr. Bei anderen Expeditionen trifft man 20 Leute, hier 200 bis 300. Ist es hart? Man muss sich daran gewöhnen, dann geht es. Es macht dir nichts aus? Nein, es ist normal. Während die Expeditionsteilnehmer sich nun entspannen, stauen sich die Sherpas im Aufstieg. Einmal mehr. Heute hat es zu viele Leute. Man kann die Bergsteiger fast nicht überholen. Einige laufen schnell, andere langsam. Es stockt. Es wäre einfacher, wenn alle gleich schnell marschieren würden. Aber so ist das Laufen völlig desorganisiert. Nach 7 Stunden erreichen die ersten Sherpas von Karee Kobler das Lager 4 auf 7900 Meter. Sie besetzen einen Lagerplatz, deponieren ihre Lasten. Rund 50 Sauerstoffflaschen, die über Leben und Tod entscheiden. Vorsichtshalber versehen sie die Flaschen mit einem Schloss. Man kann nie wissen. Es wird kalt wegen des Windes. Einige unserer Freunde sind noch nicht da. Wir schließen die Sauerstoffflaschen ab. Jeder von uns hat einen Schlüssel. Auch Long Dorje hat es geschafft. Im Pulk musste er immer wieder warten und hat viel Energie verbraucht. Ich bin heute zum ersten Mal auf dem Südsattel. Einige sind schon wieder zurückgegangen.
Ich deponiere hier die Sauerstoffflaschen und andere Sachen. Drei Freunde sind noch hinter mir. Es ist etwas windig, Nebel kommt auf. Aber es ist immer noch okay. Nicht gefährlich, alles ist noch gut. So schnell als möglich machen sie sich wieder auf den Abstieg. Ihre Arbeit ist nun getan. Alles ist eingerichtet und bereit für den Gipfelsturm. Im Gegensatz zu den Sherpas verbringen die Schweizer Bergsteiger noch eine Nacht zur Akklimatisation im Lager 3 auf 7300 Meter, bevor sie auch ins Basislager absteigen. Richi Bolt funkt mit Chef Kari Kobler. Wir wegen etwa, ein Teil wird um 4:15 losgehen, dass wir nicht viel Traffic haben. Gianni und Richard wegen erst etwas später gehen, beim Sonnenaufgang. Weil sie wollen die Schlafsäcke noch etwas trocknen oben. Und dann werden wir uns jemanden auf dem Weg treffen. Antworten. Okay. Dann ist alles okay da unten. Wir haben gerade Nacht gehabt. Sherpas Tour. Okay, dann bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, Kari, schlaf gut. Schönen Abend. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Die Natur am Everest ist fantastisch, aber auch gefährlich. Norbu und die anderen Sherpas sind glücklich, nach all den harten Tagen wieder heil im Basislager einzutreffen. Wäre ich in Kathmandu, würde mir jetzt meine Freundin helfen, mein Gepäck im Zelt zu verstauen. Aber hier bin ich alleine. Ich muss alles selber erledigen. Mein Gepäck schleppen. Das ist wie eine Ein-Mann-Armee. Die Kleider sind zum Waschen. Stinken sie? Keine Frage. Meine Füße ganz besonders. Selbst Fische würden sterben, wenn ich sie ins Wasser halten würde. Giftiger Abfall. Das ist doch Poison, unser Toxic Poison. Alle Arbeit ist getan. Alle Arbeit der Sherpas. Jetzt müssen wir nur noch die Teilnehmer auf den Gipfel bringen. Wir warten auf diesen Tag. Wie sieht das Wetter aus? Bis jetzt ist das Wetter schön, aber ich weiß nicht, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber die Gesichter, die uns da sind, sind noch leicht. Inzwischen sind auch die Schweizer Bergsteiger wieder im Basislager. Bevor sie zum Gipfel aufsteigen, besuchen sie die Bäckerei im Basecamp. Sie wird von geschäftstüchtigen Sherpas während der Expeditionszeit betrieben. Backt ihr jeden Morgen frisch? Ja. Der Held ist wohl frisch. Chocolate Croissant, Banana Bread, Cinnamon Rolls, Apple Pie, and Chocolate Cake. Okay. Take this, please. Banana Bread. Ja. Der absolute Renner ist der lauwarme Schokoladenkuchen. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. So versüßen sie sich das Warten auf ein schönes Wetterfenster von 3 bis 4 Tagen für den Gipfelsturm. Sie wissen, dass der Everest bei schlechtem Wetter leicht zur Todesfalle werden kann. Kari hat eine Wetterstation aufgebaut und ist täglich im Kontakt mit dem Wetterbüro Meteotest in Bern, welches ihm die aktuellen Daten per Satellit durchgibt. Ja, das ist der Kari Kobler. Ciao, Mario. Ich denke, nebst der Feuchtigkeit, die es am 21. ein bisschen drin hat, könnte ja der 20., 21. gerne zu Hause. Die meisten Everest-Besteigungen finden Mitte bis Ende Mai statt, kurz vor dem Beginn des Monsuns. Dann sind die Winde besonders günstig. Könntest du mir noch etwas sagen, was wir ungefähr für eine Temperatur haben auf 350 Millibar, also auf 8300 Meter, um den 20 Stunden? Warte mal, siehst du, auf 400 Millibar habe ich sie. Da ist sie etwa so
minus 18, würde ich sagen. Also wenn es mehr als minus 30 Grad ist, dann würde ich es lieber nicht wagen, aber so wäre es natürlich eigentlich perfekt. Mal? Ich liebe merci vielmals, gell? Ja, ciao, schönen Tag, ciao. Für den Gipfelsturm bekommt jetzt jeder Bergsteiger seinen persönlichen Sherpa zugeteilt, der ihn während des Aufstiegs zum Gipfel begleitet. Okay, Patrick ist mit Lombodurci. Patrick? Hier. Dort, sorry. Dann Pitch mit dem Norbu. Dann Philipp mit dem Lakpa. Richard, Wangchu. Und Gianni mit Mingma. Ich habe versucht, so eine gute Mischung zu bekommen. Von so etwas stark, so etwas Englisch und so gut Englisch, sodass es eine gute Mischung gibt. Gianni und der Richard gehen ja vermutlich sowieso, denn sie sind ein bisschen miteinander. Oder? Und der Wangchu redet gut Englisch, ist technisch super stark. Und der Mingma ist einfach auch eine kleine Maschine. If the member are really not strong enough to go alone, Norbu betont noch einmal, dass die Teilnehmer die Hilfe der Sherpas auch beim Abstieg in Anspruch nehmen können. Dieses Mal sind alle Bergsteiger stark, aber oft ist dies nicht der Fall. Mit einem schwachen Teilnehmer musst du bei schlechtem Wetter immer den Karabiner einhängen. Du musst ihm Wasser geben. Immer musst du die Handschuhe ausziehen. Das Risiko zu verunglücken ist größer, wenn der Teilnehmer schwach ist. Manchmal macht es den Sherpa richtig aggressiv, wenn er mit einem Schwachen unterwegs ist. Der Sherpa, der one who is walking with such a. Aber wir dürfen es nicht zeigen. Wir sind dafür bezahlt. Im Basecamp können wir mit unseren Freunden dann darüber reden, aber nicht mit den anderen Teilnehmern. Dann instruiert Kari Kobler seine Teilnehmer über den Umgang mit Sauerstoff. Die Luft auf 8000 Meter ist so dünn, dass der Mensch durch Sauerstoffmangel höhenkrank werden und daran sterben kann. Das Glück ist sehr davor. Da könnt ihr es herziehen. Ich müsste schon ein bisschen überlegen bei der ganzen Sache. Nicht, dass ihr auf die Mocken Sachen mehr habt. Also das Einzige, was wirklich wichtig ist, wenn ihr irgendwo wirklich lang warten müsst, aber Schraub auf 1 Liter. Ja. Mit 3 Flaschen hast du genügend Sauerstoff. Außer wenn du warten musst. Weil wenn du dort oben auf dem Mocken Most mehr hast, dann wird es natürlich fern. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum. Gianni will trotzdem ohne Sauerstoff aufsteigen. Aus bergsteigerischem Ehrgeiz will er alle 8000er ohne Sauerstoff bezwingen. Das ist auch ein Grund, warum du ein Sherpa dabei ist, damit auch ein bisschen eine gewisse Kontrolle da ist, dass wenn irgendeiner sollte höher angehören und einfach sein Hirn einfach ausgeschaltet ist, was regelmäßig passiert. Also das ist nicht etwas so, dass man einfach sagen kann, das passiert uns nicht. Wir würden ein paar Regeln aufstellen, die ganz klar sind, wo sich jeder muss daran halten. Und solange sich jeder die Regeln hält, machen wir alles, damit nichts passiert. Wenn sich einfach jemand nicht an die Regeln hält, dann muss ich einfach sagen, dann ist es dann auch nicht mehr unser Business, wenn irgendein dummes Eich passiert, oder? Weil es kann nicht sein, dass die Sherpa das Leben für einen Teilnehmer riskieren können, der einfach irgendwie über das Goal ausgeschossen hat. Auch Norbu bläut seinen Sherpa sein letztes Mal ein, worauf sie achten müssen. Ein Sherpa muss am Gipfeltag immer seinen Teilnehmer begleiten. Er darf seinen Teilnehmer unter gar keinen Umständen verlassen. Er muss ihn auch wieder runterbringen ins Lager 3. Ihr wisst, manchmal ist der Teilnehmer vor dem Sherpa, manchmal dahinter und umgekehrt. Aber ihr dürft nie davon ausgehen, dass der Teilnehmer automatisch nachkommt. Wir müssen zusammen mit ihm gehen. Wenn der Teilnehmer nicht mehr mag, müsst ihr mit ihm umkehren. Und das sehen Sie in der nächsten Folge. Aufbruch zum Gipfel des Everest in der Nacht. Mit über 100 anderen Bergsteigern. Thank you.
Sherpas und Bergsteiger sind gefordert. Wie ist es? Ja, der Top of the World, hä? Jubel auf dem Gipfel, doch ein Drama überschattet die Expedition. Ein Teilnehmer wird höhenkrank und bringt auch seinen Sherpa in Lebensgefahr. Ich dachte, wir würden beide sterben. Dies und mehr in der nächsten Folge von Sherpas, die wahren Helden am Everest.